Na, Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! 2. Dezember 1944. 4:30 in der Früh. Die Situation ist ein wenig merkwürdig. Wir hatten ja eigentlich diese Wolfsrudel-Geschichte. Treffpunkt genau hier. Man sieht das auch auf der Karte. Hier befindet sich das Wolfsrudel. Ursprünglich waren wir gerade noch 3 Boote. Eins ist einfach abgedampft. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe auch einen älteren Speicherstand nochmal geladen, um das hier nochmal neu zu triggern. Jetzt verhält sich das wieder ein bisschen anders. Das andere Boot scheint jetzt abgetaucht zu sein. Also irgendwas scheint hier nicht so wirklich zu funktionieren. Denn das Wolfsrudel hat sich jetzt eben auch in Bewegung gesetzt. Und der schippert hier irgendwie Kurse. Aber wir haben ja gerade mal 4:30 und Treffpunkt war eigentlich, also Eintreffen des Konvois um 17 Uhr zu erwarten. Ich schätze mal, ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwas durcheinander gekommen oder durch meine Aktionen hat der Konvoi vielleicht einen anderen Kurs genommen oder es wäre sogar ursprünglich der Konvoi angedacht gewesen, den ich angegriffen habe, auf den U48 operiert hat, würde aber wenig Sinn ergeben, weil der ja irgendwie so einen Kurs hier läuft. Außer der macht dann irgendwie nochmal zack und kommt hier nochmal dran vorbei, aber das würde beim besten Willen überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und ich könnte auch schwören, dass ich gerade Torpedoabschüsse hören konnte. Keine Detonationen, aber halt diese eindeutigen Geräusche, wenn Torpedos abgefeuert werden. Und das andere Boot scheint auch weggetaucht zu sein. Also wir tauchen unsererseits jetzt auch einmal, gehen einmal auf Zero-Tiefe, einfach nur um zu horchen. Vielleicht ist ja hier irgendwas in der Gegend, was sich unserer Kenntnis sozusagen entzogen hat und die haben irgendwas mitbekommen oder haben irgendeinen Befehl bekommen, den wir nicht bekommen haben. Es ist einfach ein bisschen merkwürdig. Deswegen zocken wir jetzt einfach drauf los, warten nicht, bis es 17 Uhr wird, sondern schauen einfach mal, wie sich die Situation hier darstellt und verändert. Gut, einmal auf Tauchstation. So, Schraubengeräusche. Da ist das andere Boot aktuell offenbar getaucht. Moment, was habe ich jetzt gemacht? So. Aha, das ist sein Kurs. Das ist der Kurs des anderen Bootes. Und der ist wie vermutet getaucht. Hohe Drehzahl, also der scheint auch schnell zu marschieren. Aha, da ist das andere Boot jetzt wieder. Nein, ich wollte dem gar keinen Kurs geben. Wir schauen mal. Okay. Schauen einfach mal, was passiert. Wir bleiben mal eine Weile auf Tauchstation. Dann hören wir nämlich die anderen. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleit. Was macht er? Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen. Läuft so einen Kurs hier. Vermutlich ein Geleitzug. Der ist nicht getaucht. Okay, alles ein bisschen merkwürdig. Horchpeilungen. 1 bis 3, 7 bis 16, 5 bis 12, 10 bis 22. Also nach wie vor jede Menge los. Wir schauen jetzt einfach mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Drücken hier ein bisschen auf die Tube, gehen mal in die Zeitbeschleunigung. Und schauen einfach mal, was die anderen so für Kurse fahren. Der gondelt hier immer noch irgendwie durch die Gegend. Sichtkontakt. Was macht er denn? Okay, also ich glaube, man kann mit Sicherheit vermuten, hier ist irgendwas grob durcheinander gekommen. Außer vielleicht, ich habe dem ja, glaube ich, aus Versehen hier einen Kurs gegeben. Können wir das nicht wieder abändern? Wir können hier Verteidigung, wir können ja nur Angriff und Verteidigung und hier Rückzug anordnen. Da geben wir dem halt nochmal irgendwie einen anderen Kurs. Das war jetzt natürlich blöd von mir. Wir schippern mal kurz zu dem anderen rüber. Wir müssen hier einfach mal ein bisschen Jugendforscht machen. Einfach mal schauen, was passiert. Jetzt wird hier wieder ein Sichtkontakt angezeigt. Kann aber auch nicht stimmen, oder? Also das alles hier ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist natürlich blöd. Wenn ich dem Kurse gebe, dann scheint er einfach immer nur diesen Kurs stur abzufahren und dann fängt er an hier zu kreiseln. Das ist ja auch wirklich selten dämlich. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Sollen wir den irgendwo hinschicken? Keine Ahnung. Stoppbefehl können wir ihm ja nicht geben. Aber wir können jetzt zumindest mal schauen, was macht das andere U-Boot, wenn wir den nochmal finden. Ansonsten, wenn sich jetzt hier nichts Sinnvolles ergibt in der nahen Zukunft, sage ich mal, dann machen wir halt wieder unser eigenes Ding und gehen hier auf die Jagd. Hilft ja nichts. Der andere ist jetzt auch erstmal nicht mehr zu entdecken. So, er fährt jetzt aber wieder irgendeinen anderen Kurs.
Aha. Das ist der Rückmarsch, oder? Wird nach hier unten beordert. Ah, das ist ja alles wirklich merkwürdig hier mit dem Wolfsrudel. Wird jetzt auch nicht mehr angezeigt, oder? Ist jetzt auch nicht mehr auf der Karte hier zu erkennen. Also ich schätze mal, das hat sich jetzt einfach erledigt mit dem Wolfsrudel, ne? Könnten jetzt natürlich schauen, dass wir hier dranbleiben, aber wir wollen natürlich auch nicht so weit von unserem Operationsgebiet weg, weil wir dort ja auch noch die Kilometer abspulen müssen. Aber ich glaube, das Wolfsrudel hat sich jetzt einfach erledigt. Schade, schade. Also da entweder habe ich irgendwas völlig missverstanden oder ich habe irgendwie durch meinen Angriff hier irgendwie, weiß nicht, die Dynamik durcheinander gebracht oder da ist halt einfach noch irgendwo grob der Wurm drin. Das andere Boot kriegen wir auch nicht mehr eingepeilt, entdeckt. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt lieber mal, was hier drüben noch so geboten ist. Okay, wir markieren uns einmal die Peilungen und tragen einmal hier die Kurse ein. Hier haben wir 7 bis 16, hier haben wir 5 bis 12. Ist das am Ende vielleicht doch der Konvoi, den wir angegriffen haben und der hat jetzt wieder umgedreht? Kann das sein? Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Aber ich meine, das wäre jetzt zumindest der Konvoi, der uns am nächsten ist. Wir gehen mal hier auf Schnorchelfahrt. Lassen mal lenzen. Und zeichnen uns hier einmal die Kurse ein. 5 bis 12, also das könnten theoretisch schon die Überbleibsel sein von dem Konvoi, den wir schon angegriffen haben. Insofern könnte meine Theorie schon stimmen, dass das ursprünglich der Konvoi war, auf den das Wolfsrudel angesetzt war und ich das jetzt einfach durcheinander gebracht habe durch meinen frühzeitigen Alleingang-Angriff hier. Schwer zu sagen. Gut, zur Not haben wir hier oben auch noch einiges. Also, uns wird nicht langweilig. Wir werden hier sicherlich noch was zu tun bekommen, aber es ist einfach insgesamt mal wieder ein bisschen merkwürdig. Okay, Leben in der Lage. Wir machen jetzt das Beste draus. Schnorchel ausgefahren, beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir bewegen uns jetzt einfach mal hier in diese Richtung. Und vielleicht kommt ja nochmal irgendwie was rein. Vielleicht kommt ja nochmal ein Funkspruch vom BDU oder dergleichen. Aber schade. Also ich hätte es jetzt natürlich auch gerne gehabt, dass wir hier mit den anderen Booten operieren. Aber irgendwie wollen die nicht so, wie wir wollen. Wie schaut es denn draußen eigentlich aus? Geht eigentlich, ne? Torpedowartung läuft. Mannschaft ist so lala. Ich denke, die können wir beide nochmal hier in die Koje stecken. Aber ansonsten geht's eigentlich. Sieht ganz gut aus. Halbe Fahrt genügt uns auch, um hier dran zu kommen. Ja, da werden wir gleich sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ob das vielleicht tatsächlich die alten Bekannten sind. Ah, wahnsinnig ärgerlich. Hatte mich jetzt drauf gefreut. Alles so schön hin arrangiert und das auch schon irgendwie im Intro mit eingebaut. Und dann kommt alles komplett anders. Aber so ist es dann mal. Ja, wenn das jetzt wirklich der Restkonvoi ist, den wir schon hatten, dann hätten wir da schon noch ein paar ganz nette Pötte dabei. Und ansonsten haben wir hier auch noch andere Optionen. Also da dürfen wir uns nicht beklagen. So, der Alte glotzt mal wieder in den Himmel. Schauen wir nochmal, die müssten doch eigentlich schon, da haben wir doch schon die Rauchfahnen, oder? Da haben wir sie schon. Mhm. Gut, dann gehen wir näher ran. Sehen zu, dass wir hier in eine gute Angriffsposition kommen. Und werden die Brüder in Empfang nehmen. Werden wir wohl auch ohne Kameradenhilfe hinkriegen. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hätten. So. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Und da kommt auch schon der erste Frachter in die Horchpeilung. Und nee, das ist ein ganz anderer Konvoi hier, ne? Das ist tatsächlich ein ganz anderer. Okay, umso besser. Noch keine Sicherungsfahrzeuge identifiziert, aber ich denke, das wird sich gleich ändern. Dicke Pötte dabei, auf jeden Fall mal 1, 2, 3, 4. Die dürften ein bisschen mehr Tonnage aufweisen. Mhm. Ja, schon mal ganz nach meinem Geschmack. Ansonsten nichts zu hören, außer die, die wir eh schon in der Peilung haben. Der hat ordentlich Fahrt gemacht, scheint relativ flott unterwegs zu sein. Hier können wir vielleicht nochmal ganz grob schauen. Ja, bewegt sich auch in diese Richtung hier. Ja, also definitiv alle unterwegs nach England.
alle groß genug, dass wir die auf jeden Fall jederzeit wieder erhorchen können bei Bedarf. Von daher können wir uns jetzt, glaube ich, hier einfach genüsslich auf den hier stürzen. Je nachdem, schauen wir doch mal, was ist hier. Sicherung interessiert mich natürlich zunächst mal als allererstes. Kompass aus. Wo sind die Sicherungsfahrzeuge? Torpedo ausrichten. Kann ja nicht sein. Wir müssen doch jeden Moment... Aha! Das ist ja interessant. Okay, hier operiert schon ein anderes Boot und hier ist das erste Sicherungsfahrzeug. Der fängt an zu zacken. Die haben, glaube ich, gerade schon geschossen. Haben die schon irgendwen getroffen hier? Kann man das erkennen? Okay, hier geht schon zur Sache. Ha, okay. Der hat den angegriffen, oder? Empire Governor. Ist zwar jetzt kein sichtbarer Treffer, aber ich meine, der hat hier schon zu tröten angefangen. Er scheint auch tiefer zu sacken. Okay, interessant. Ist das andere Boot jetzt eins, das ursprünglich mit am Rudel war, frage ich mich. Ich meine, wir werden es nicht rausfinden. Letztlich auch egal. Aber das ist natürlich hochinteressant. Dann ist hier schon mal Radau. Dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, wenn sich die Situation nicht drastisch ändert, dass wir auf ihn hier operieren. Oder auf irgendeins von denen hier vorne. Okay, interessant. Sehr schön. Naja, dann haben wir doch noch irgendwie unser Wolfsrudelchen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Gut, wir können jetzt hier aktuell auch nicht viel ausrichten. Wir hoffen mal, dass der hier rauskommt. Versucht gerade abzulaufen. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Der ist getaucht. Und er scheint noch tiefer zu gehen. Also der hat gerade seinen Angriff gefahren und geht jetzt auf Tiefe. Okay, wir gehen auf kleine Fahrt. Und haben die jetzt auch schon in Sichtweite. Ausgezeichnet. Torpedokurs berechnen. Torpedolösungen. Suren. Darf auch gleich mitmachen. Und wir rechnen mal. Ja, wir sollten die erstmal. Wir schauen uns die vielleicht mal aus der Nähe an. Und versuchen mal rauszufinden, welche sind denn die lohnenswertesten Ziele hier. Stecken den Stängel mal ganz raus. Und schauen auch mal, ob wir noch weitere Sicherungsfahrzeuge hier irgendwo ausmachen können. Das kann ja nicht alles sein. Das ist auf jeden Fall ein schöner dicker Pott hier. Der geht so. Auf den sind wir gerade ausgerichtet. Dann würde ich aber ihn hier drüben bevorzugen, glaube ich. Wenn wir uns hier einmal... Okay, können wir nicht? Doch, geht. Oder? Okay, geht. Das ist dann er hier. Okay. Und auf den sind wir schon am Rechnen. Oh ja. Ah doch. Doch, doch. Naja. Wobei. Wobei. Wir versuchen mal, vielleicht gelingt es uns ja wirklich, hier die schönsten Ziele auszuwählen. Der wäre natürlich auch noch ganz hervorragend. Also die beiden. Er und er. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich das hier entwickelt. Also das kann ja auch nicht alles an Sicherung sein. Da müssen ja noch mehr unterwegs sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier nur ein Kriegsschiff dabei ist. Oder sind das doch die Überbleibsel von dem Konvoi und die anderen Kriegsschiffe sind einfach abgedampft, so wie wir das schon öfter mal hatten. Aber schwer vorstellbar, ne? Ja gut, ich meine, einziger Zerstörer, den wir aktuell hier gesichert wissen, der ist halt jetzt gut beschäftigt. Die werden uns auch nicht hören. Deswegen werden wir jetzt auf ihn hier operieren. Ja. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Wir haben ein gewisses Zeitfenster. Und ich glaube, wir können hier noch relativ entspannt dran gehen. Für ihn sieht es momentan auch ganz gut aus. Der läuft hier mit Schleichfahrt davon. Na schön.
Gut, wir machen mal Folgendes. Alarm aus. Glaube ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt zwingen. Torpedowartung läuft. Johann geht ans Tiefenruder. Oh, und wir dieseln ja noch. Wieso sagt denn keiner was? Schnorchel einfahren. Wechseln auf E-Motor. Nicht, dass die uns hier noch sichten. Okay, hier sieht alles soweit gut aus. Kommandozentrale. Bisschen Wasser. Wir lenzen einmal. Und dann werden wir hier versuchen, unseren Angriff zu starten. Sehr schön. Naja, zwei Boote sind dran. Der wurde erstmal abgedrängt. Aber der wird sicherlich auch nochmal einen zweiten Versuch starten. Und ich denke, mit dem C3 hier, das könnte schon funktionieren. Torpedolösung ist eh schon praktisch fertig. Naja, das zweitschönste Ziel, sage ich mal, wäre halt eher hier unten. Ne? Aber den können wir natürlich auch noch mitnehmen, wenn es ist. Gar kein Thema. Okay, dann schauen wir mal. Wir konzentrieren uns jetzt auf den C3. Das ist sozusagen unser Primärziel. Noch fahren sie Zickzackkurse. Kann mir aber vorstellen, dass das auch bald schon wieder aufhört. Dann wird es noch ein bisschen einfacher für uns. Und ich glaube, sie haben ihre Formation wieder eingenommen. Okay, dann können wir hier wirklich lehrbuchmäßigen Angriff fahren. So, er ist immer noch hier hinten ein bisschen zugange. Umso besser für uns. Gut. Mehr als gut. Empire Howard. Tiefgang 7,3 Meter. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässern. Torpedotiefe 6,5. Aufschlagzünder. Wir lassen ihn noch etwas näher kommen. Stopp, stopp, scheiße. Entschuldigt. Entschuldigt. Ja, Mann. Ich bin aber auch ein Dödel, ne? Ja, geht auf meine Kappe. Aber kein Problem, der kommt uns ja nicht aus. Ich möchte nur nochmal in eine bisschen günstigere Position gehen. Entschuldigt, ist mir selbst auch schrecklich peinlich, wenn mir sowas passiert. So, so ist gut. Dann drehen wir uns nochmal. Müssen wir zwar nicht, aber ich will mich dann sowieso komplett einmal umdrehen. Sozusagen, um den anderen dann direkt anzugreifen. So, jetzt aber kleine Fahrt voraus. Empire Howard. Jetzt nicht wieder verdödeln. Winkel ist gut. Rohr 1, los. So, wie sieht es hier aus? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir wären natürlich doof, wenn wir den nicht auch noch mitnehmen würden. Deswegen werden wir das tun. Empire Raven. Und hoffentlich können wir ihn dann auch noch angreifen. Das wäre so der Idealfall. Und ich glaube, recht viel weiter können wir noch nicht, können wir hier noch nichts voraus berechnen oder planen. Schauen wir erstmal. Schönes Ziel. 20 Sekunden. Das sind natürlich auch maximale Erfolge jetzt hier, Ende 44, wenn wir solche Pötte hier noch versenken. Treffer. Ob es gereicht hat, werden wir sehen. Möglicherweise nicht. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen dranbleiben. Der Zerstörer ist jetzt natürlich auch wieder aufgeschreckt. Könnte gut sein, dass der dann seinen Fokus wieder verschiebt. Was aber dem anderen Boot wieder ein bisschen mehr Luft geben sollte. Na, was macht er hier, der Kollege Howard? Treffer. Könnte... Oh, wird eng. Wird eng. Wir bleiben nochmal dran, vielleicht vorsichtshalber. Beide Maschinen halbe Fahrt, langsame Fahrt. Funktelegramm Lichtblitz gesichtet. SS Alkimos. Und noch eins. Das ist die Torpedierung. Okay. SS Alkimos. Das müsste doch der Zerstörer gewesen sein, oder? Wahrscheinlich.
Ja, ihm kommt das jetzt natürlich hier gerade ziemlich recht. Er ist schon wieder bedrohlich nah dran gekommen. Und wenn wir jetzt hier dafür sorgen, dass der von dem anderen Boot ablässt, ist das natürlich umso besser. Okay, aber Howard ist auch schon, wurde bereits evakuiert. Dann ist der schon mal aus dem Spiel genommen. Hängt ziemlich in den Seilen. Den können wir so abschreiben. Muss man vielleicht mal ein bisschen nachhelfen, das ist alles. Machen hier mal so ein X. So, dann gehen wir auf den nächsten. Drehen uns. Torpedoabschüsse? Kann das sein? Oh ja! Oh, Dreier. Drei Aale. Na? Einer wird doch hoffentlich treffen. Das sieht nicht gut aus, ne? Junge, Junge. Ja, aber gut, es wäre natürlich nicht doof, wenn der Kamerad den hier versenken würde. Dann hätten wir hier freie Bahn mehr oder weniger. Wenn hier wirklich keine weiteren Sicherungsfahrzeuge sind, könnten wir hier zu zweit den kompletten Konvoi aufs Korn nehmen. Ach du Scheiße, was macht der denn? Der schießt ja alles leer. 1, 2, 3, 5 Aale im Wasser. Der hat alles rausgehauen, was er hat und trifft nicht mit einem. Das gibt's ja nicht. Die laufen jetzt alle hier vorne dran vorbei, ne? Hier, da, ah, man hat einen Aal gesehen. Da laufen sie, alle drei. Oh Mann. Nein. Verflucht. Verflucht, verflucht, verflucht. Ah, das ist ja ärgerlich. Das ist ärgerlich. Was für eine Verschwendung. Junge, Junge, aber wir müssen uns hier mal kurz auf unseren konzentrieren. Das ist ja super ärgerlich. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, aber wir kommen jetzt hier auch in eine perfekte Schussposition. Der dreht zwar gerade ab nach Steuerbord, wie mir scheint. Empire Explorer, Tiefgang 8,9. Auch hier nehmen wir Tiefe 6,5. Jetzt warten wir mal einen Moment. Ja, wobei, das müsste schon passen. Ne? Ich denke, wir können schießen. Rohr 3, los! Los! Junge, Junge, der Kamerad da hinten. Macht mich fertig. So, das wäre der nächste. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier treffen. Und der andere dicke Pott, der läuft uns ja eh schon fast vor die Rohre. 20 Sekunden. Hm. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer ist jeden Moment zu erwarten. Oh ja, aber auch wieder relativ weit hinten am Heck. Ein bisschen mehr Zielwasser trinken hier. Aber schauen wir mal, vielleicht hat's gereicht. Treffer! Feuer an Deck! Schwere Schäden am Rumpf. Sieht auf den ersten Blick nicht so schlecht aus. Maschinenschein gestoppt zu haben. Na? Hat zumindest weitwund geschossen, wie man so schön sagt. Wenn er nicht sogar absäuft. Ich glaube, der säuft ab. Okay, fokussieren wir uns gleich auf den nächsten hier. So, einmal einrasten. 7810, da bringen wir nochmal ordentlich was mit nach Hause. Wo auch immer unser Zuhause sein wird in den nächsten Monaten, ist auch noch fraglich. So, aber den können wir auf jeden Fall aus der Rechnung streichen, denke ich. Ist auch schon evakuiert. Mal abwarten, ob er wirklich absäuft. Dann geht's jetzt auf ihn hier. Bestätigt. Torpedowartung läuft. Das beschleunigen wir mal ein bisschen hier. Schrewe kann sich nochmal eine Pause gönnen. Wobei, Surin hat ja... Ja, der kriegt eine Pause. Machen wir das so. So und so. Funkraum brauchen wir jetzt auch nicht. Öldorp hat noch ein bisschen Energie, das passt schon. So, Zerstörer. Gurkt hier hinten rum. Hier laufen noch die anderen Aale, da müssen wir natürlich auch ein bisschen drauf achten. So, das ist ja schon annähernd perfekt. Wir gehen noch ein bisschen näher dran. Nochmal Torpedoabschuss. Aha.
Okay, ich denke, das können wir uns schon erlauben, hier kurz zuzusehen. Ich glaube, das wird auch wieder nichts, oder? Oh, könnte klappen. Könnte klappen. Moment, wir stoppen einfach einmal ganz kurz. Denn wir müssen jetzt, glaube ich, auch schießen. Dass wir das einmal schnell hier erledigen. 7,3. Also alles wie gehabt. Ah, jetzt haben wir nur den Zaunkönig hier. Nee, dann müssen wir sowieso noch hier schnell die Torpedowartung abwarten. Ist aber kein Problem. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir laufen hier einfach noch ein Stückchen mit. So, dann schauen wir mal. Ob der, ich glaube, inzwischen sechste Aal trifft. Aber der hat ihm schon einen verpasst hier vorne, oder? Das sieht doch aus, als sei der schon getroffen. Der ist schon angeschlagen, oder? Na komm schon, das wäre natürlich überragend. Oh ja, oh ja, sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet, Volltreffer. Der dürfte weg vom Fenster sein. Hervorragende Arbeit. Da hat er sich aber einen Orden verdient. Also ich denke, von dem ist nicht mehr viel zu erwarten hier. Sauber. Ja, ein bisschen kostspielig, kann man sagen, aber am Ende erfolgreich. Ja, das einzige Sicherungsfahrzeug. Zumindest habe ich noch keinen weiteren erkennen können. Okay, das war's. Das war's. Konvoi OS, jetzt sehen wir das auch. Okay, ausgezeichnet. Gute Arbeit. Gute Arbeit. So, ich bin schon wieder... Naja, gut, egal. So, dann werden wir uns mal auf unsere Arbeit hier konzentrieren. Rohr 3 geladen. Und dann müssen wir mal schauen, wen wir hier sonst noch so haben. Das ist auch ein bisschen was Dickeres. Dann konzentrieren wir uns erstmal auf die Dicken. Vor allen Dingen, weil die... auch bewaffnet sind, wobei... Ja, doch, der hat schon Waffen an Bord. Und die kleineren könnte man dann tatsächlich noch mit der Bordkanone attackieren. So, ein bisschen Abstand gewinnen. Jetzt müssen wir hier auch nicht mehr hudeln, sozusagen. Dann drehen wir uns hier nochmal auf den. So, passt schon. Torpedowartung ist hoffentlich soweit über die Bühne gegangen. Sehr schön. Ja, wunderbar. Das klappt ja wie am Schnürchen. Rohr 3 bewässern. Winkel ist gut. Können wir alles so lassen und sofort feuern. Rohr 3. Rohr 3 bewässert. Los. Los. Dann drehen wir uns nochmal. Sehr wohl, Herr Kaloy. Torpedolösung. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Na. So, jetzt. Torpedokurs berechnen. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Herr Kaloy. Das wird unser nächstes Ziel, Männer. Torpedokurs berechnen. Und der Rest könnte tatsächlich ein Fall für die Bordkanone sein. Oder eben mal schauen, was der andere noch macht. Das andere Boot. Der wird ja sicherlich auch nochmal zum Schuss kommen wollen. Sofern er nicht schon alles verballert hat. Aber auch damit hätte er uns einen guten Dienst erwiesen. Nachdem das Kriegsschiff weg ist. Ja, dass man doch mal so entspannt auf dem Konvoi apparieren kann, hier Ende 44. Ich bin da zwiegespalten natürlich, ne? Ich meine, hier nochmal Tonnage mitzunehmen und so weiter, nochmal Erfolg zu haben. Ist natürlich schön, dürfte aber niemals so stattfinden können. Niemals. Na? Habe ich mich verrechnet? Tatsächlich, das gibt's ja nicht. Ah, der ist weggezackt. Jawohl. Na gut, wir haben noch alle, keine Panik. Oh! Nee. Nee. Das wäre zu schön gewesen. Oh, schaut euch das an. Das war jetzt schon hier ein hartes Manöver. Na gut, ich glaube, den können wir auch abziehen. Braucht man nicht mehr zwingend. Wir brauchen aber hier mal ein bisschen mehr Power. Dass wir das hier ein bisschen flotter über die Bühne bringen.
Ja, hat aber Glück hier, ne? Ich hätte den, ich weiß nicht, er ist glaube ich nach rechts abgedreht. Wenn ich ihn nach links abdrehen hätte lassen, hätte es vielleicht sogar funktioniert. Na gut, wir müssen jetzt hier seinen Zack abpassen. Jawohl. Nochmal näher dran staffeln. So. Und jetzt zackt er uns ja normalerweise wieder entgegen. Das müssen wir jetzt abpassen. Das macht er jetzt. Jetzt schießen. Das sollte funktionieren. Nochmal. Zweiter Aal. T1 aus Rohr 1. 6,5. Und den lassen wir einfach schnell laufen. Flugzeug in Sicht. Scheiße. Rohr 1 los. Abdrehen, wo ist der Flieger? Oh, oh! Alarm tauchen. Haben sich aber Zeit gelassen, die Brüder hier. Aber jetzt sind sie da. 10 Sekunden bis Einschlag. 20 Meter. Treffer. Und der saß gut. Dann geh mal davon aus, dass gereicht hat. Können die Flieger hier irgendwo entdecken, da oben? Zwei Stück. Verdammt. Damit ist der Plan wohl dahin, hier aufzutauchen und den Rest mit der Bordkanone anzugreifen. Boot nicht weiter fallen lassen. Wir bleiben mal auf 50 Metern. Scheiße. Aber ja, gut. Gut. Also realistisch zumindest, dass hier mal irgendwas aufkreuzt. Sind sehr weit oben. Okay. Wir bleiben erstmal hier unten. Versuchen natürlich trotzdem hier drüben dran zu kommen. Und den würde ich mir auch gerne noch... Das ist auch nochmal ein C3. Liberty und C3. Wir schippern mal hier rüber, dann gehen wir nochmal auf Seerohrtiefe. Einfach hier einmal... Achso, das ist der liegengebliebene jetzt. Okay, alles klar. Hören wir das andere Boot eigentlich? 3 bis 6, das werden die Rettungsboote sein. Das andere Boot steht hier drüben. Bewegt sich aber auch langsam Richtung Konvoi. Okay. Ja, versuchen wir unser Glück nochmal. Auf Seerohrtiefe gehen. Aber ich schätze mal, wir werden es uns nicht erlauben können, aufzutauchen. Flugzeuge? Fragezeichen. Hier nichts zu sehen. Konvoi HX, den haben wir auch schon wie auch immer identifizieren können. Okay, solange hier keine Flugzeugmeldungen auftauchen, gehen wir hier dran. So. Nochmal ein schöner Liberty. Nett. 7,2. T1 aus Rohr 3. Torpedotiefe 6 Meter. Geschwindigkeit 40 Knoten. Eingestellt. Seezielfernrohr ist bemannt. Das heißt, Flieger sollten wir hoffentlich sehen, bevor wir hier irgendwas auf den Deckel kriegen. Und das sollte hoffentlich funktionieren hier. Ne, ne, ne. Ach, scheiße, Leute, scheiße. Das gibt's ja nicht. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? So, das wird jetzt aber hier ein bisschen eng. Was ist denn heute los? Ach, easy. Easy. Gar kein Problem. Gar kein Problem, wollte ich sagen. Ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt angestellt? Oh Gott. Boot nicht weiter fallen lassen. Schottendicht. Das war keine Absicht, Leute. Ich
glaube, man muss mir einfach hier die Zeitbeschleunigung wegnehmen. Scheiße. Erledigt. Schaden repariert. Naja gut, ich könnte jetzt natürlich hier nochmal neu ansetzen, aber das muss ich jetzt ausbaden hier. Scheiße. Ja, auch so kann man ein Boot versenken. So, die sind alle hier gut am Arbeiten. Kapitän? Johann? Reparaturen durchführen. Lenzpumpe. Erledigt. Schaden repariert. Lenzpumpe. Oh Gott, es ist mir wirklich peinlich, Männer. Es ist mir peinlich. Erledigt. Schaden repariert. Vielleicht ist der Alte auch einfach mit den Nerven durch. Nach so vielen Feindfahrten. Geht das gut? Könnte klappen. Könnte klappen, Männer. Scheiße. Rammstoß nur so ein bisschen andersrum, ne? Wir rammen uns quasi selbst. Okay. Boot ist nicht gefallen. Lenzpumpe läuft. Schäden werden behoben. Erledigt. Schaden repariert. Sehr gut. Gute Arbeit, Männer. Herr Kaloy. Gute Arbeit, Männer. Er hängt hier irgendwie so ein bisschen fest, ne? Erledigt. Schaden repariert. Das ist gerade so nochmal gut gegangen, Leute. Ja, dafür wird es eigentlich vor das Kriegsgericht gehen, ne? Andererseits, Ende 44 brauchen sie vielleicht auch einfach jeden Mann. Ja. Kann passieren, Männer. Kann passieren. Oh Gott, oh Gott. Schatten können wir wieder öffnen hier. Mann, Mann, Mann. Gute Arbeit, Schrewe. Sehr gute Arbeit. Ist ja nicht mal Ingenieur, ne? Aber er hat es einfach drauf. Das ist die Erfahrung. So, können wir nebenbei sogar noch vielleicht unseren Angriff fahren? Gelingt uns das? Was machen die Torpedorohre? Schäden sind alle behoben. Legen Sie den Kurs an. Wie viel Glück kann man haben? Ja. Das hätte jetzt noch gefehlt. Und ich habe ewig nicht gespeichert. Das sollte ich jetzt vielleicht mal machen. Ich glaube, das sieht doch alles ganz gut aus hier. Wir müssen halt noch das ganze Wasser aus dem Boot rauskriegen. Aber das sollte schon klar gehen. Lenzpumpe läuft noch, alles gut. Okay, dann greifen wir jetzt nochmal an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sorry, Leute, echt. Aufrichtiges... Ich bitte euch um Entschuldigung. Dürfte nicht passieren, ist mir durchaus bewusst. Ja, aber es ist auch nur ein Spiel. Zum Glück. Zum Glück. So. Ich würde das hier nochmal zurücknehmen. So. Rohr 3. Los. So, haben sich die Flieger eigentlich wieder verzogen, frage ich mich. Dann könnten wir es vielleicht tatsächlich riskieren, aufzutauchen. Aber wir schauen uns erstmal noch die anderen an. So, das ist der Angeschossene, das ist ein Angeschossener. Das werden wir hier nochmal updaten sozusagen. Hier liegt einer rum. Nicht, dass wir den irgendwie am Ende doch übersehen. Und hier liegt einer rum. So. Man kann das natürlich, man kann die auch mit den Torpedos versenken, aber es wäre halt schade um die Aale. 10 Sekunden bis
wenn die eh nur noch ein paar Schuss mit der Bordkanone benötigen. Treffer. Denke, der lag ganz gut. Okay. Dann schauen wir mal die anderen. Ich glaube, dass der Rest hier unbewaffnet ist. Und wenn die Flieger wirklich weg sind, können wir da schon riskieren aufzutauchen, denke ich. Und mit der Bordkanone weitermachen. Ich würde ihm jetzt aber tatsächlich nochmal einen Kurs geben. Wenn es geht, scheint nicht zu funktionieren. Oder doch? Dass wir den auch einfach nochmal hier mitten reinschicken irgendwo. So. Und wir unsererseits stoßen den hier hinterher und versuchen die über Wasser anzugreifen. Wir bleiben aber noch einen Moment getaucht. Funktelegramme. Massive Rauchsäule entdeckt. Das ist schon etwas älter. Bestätigen. Okay. Gut, dann versuchen wir unser Glück. Keine Flugzeuge, oder? Sehe ich das richtig? Macht nicht den Eindruck. Können wir hier vielleicht so mitten reingehen? Sehr gut. Die haben jetzt ihre Formation wieder eingenommen. Hier sind wir jetzt auch schon sehr nah dran. Dann tauchen wir jetzt auf und greifen die mit der Bordkanone an. Ich werde aber vielleicht nochmal speichern vorher. So, und hier nochmal kurz kontrollieren. Müssen wir hier nochmal schöpfen? Ne, Boot ist trocken. Hier haben wir kein Wasser mehr drin. Ausgezeichnet. Unverschämtes Glück gehabt. Unverschämtes Glück. Kann man nicht anders sagen. Auftauchen. Tanks anblasen. Funken können wir bei der Gelegenheit auch mal. Scheiße. Wer hat uns da jetzt eingepeilt, frage ich mich. Die ja wohl nicht. Ah, die Flieger möglicherweise. Wechseln auf Dieselmotor. Ah, natürlich. So muss es sein. Na gut, jetzt hoffen wir, dass da erstmal nichts auftaucht. Ich meine, weit können die ja noch nicht sein. Und es ist auch stark verwunderlich, dass die nicht hier sozusagen Sicherung fliegen. Dass die einfach abgehauen sind. Eieieiei. Bestätigt. Okay. Dann Feuer frei. Ich meine, wenn die zurückkommen, dann müssen wir natürlich schnell wieder nach unten. Und dann müssen wir es halt in Kauf nehmen, die anderen alle auch noch hier zu verballern. Kompressor an, Kompass an und auch nochmal die Lenzpumpe anschmeißen, vorsichtshalber. Und Verstärkung an die Bordkanone. So viel wie geht. Wo können wir was abziehen? Dieselmotoren, da können wir einen wegnehmen. Ungern. Da können wir auch noch einen wegnehmen, das geht schon. So. Okay. Ich denke, das funktioniert schon. Feuer an Deck. Ich fürchte nur, wir haben jetzt wirklich nicht viel Zeit. Dadurch, dass der Funkspruch entdeckt wurde. Wir machen mal Folgendes. Suchen, Luftraum sichern.
Junge, Junge, Junge. Der verdammte Seegang. Harte Arbeit hier. Kann man auch nicht jeder Mannschaft zumuten. Sieht schon ganz gut aus. Zumindest optisch. Hier hat er noch keinen Schaden genommen. Beschuss verlagern, dem spendieren wir auch schon mal ein bisschen was. Ah, der ist noch zu weit weg. Junge, Junge, Junge. Irre mit den Wellen. Wilder Ritt, vielleicht sollten wir einfach noch mal ein bisschen näher rangehen, ha? Huh? Tun wir uns einfach leichter. So, jetzt hat er auch Schaden genommen. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Funktelegramm, massive Rauchsäule entdeckt. Ja, es sind natürlich auch in nicht allzu weiter Entfernung die anderen Konvois. Die werden das wahrscheinlich auch sehen. Ja, locker, natürlich. Das sind ja gerade mal 30 Kilometer. Locker sehen die das. Nicht, dass die Kriegsschiffe da jetzt auf die Idee kommen, hier mal nachzusehen. Legen Sie den Kurs an. Ah, viel Fahrt macht er nicht mehr. Viel Fahrt macht der nicht mehr. Ups, falsch. Herr Kaloy? So. Andere Boot hat jetzt auch keine Angriffsbemühungen mehr gestartet, ne? Wie mir scheint. Vielleicht haben die sich wirklich leer geballert. So, das dürfte es doch gewesen sein. Gehe davon aus, ehrlich gesagt. Ja. Okay, beide Maschinen große Fahrt voraus. Wir versuchen da jetzt ein bisschen auf die Tube zu drücken. Drückt mal die Daumen, dass die Flieger nicht wieder aufkreuzen. Erstaunlich mit dem Seegang hier. Junge, Junge, Junge. Ah, die Munitionsart. Die ist ja eigentlich für Flugzeuge gedacht. Die ist so eine Art Verzögerung mit eingebaut, ne? Oha. Jetzt aber. So, jetzt schauen wir nochmal. Sieht auch schon ganz gut aus. Dann fehlt nur noch einer und die liegen gebliebenen. Gebliebenen. Die Ladung schießen. Na? Ich denke, das hat genügt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Denke ich. Einmal umschalten auf normale Beleuchtung. Herr Kaloy. Okay. Der dürfte absaufen.
Beide Maschinen AK voraus. Wie viel Treibstoff haben wir eigentlich noch? Ah, okay, locker. Alles noch gut. 64%. Dann schnappen wir uns ihn jetzt hier noch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Rohr 3 geladen. Neues Funktelegramm. Das wird auch wieder hier Sichtungsmeldung sein. Wahrscheinlich von dem Konvoi HX dort drüben. Ja, gehe ich mal von aus. Massive Rauchsäule entdeckt. Alles klar. So. Kapitän. Feuer frei. Der letzte im Bunde. Besatzung ist hoffentlich ordentlich angekurtet hier. Krass, der Seegang wirkte gar nicht so schlimm. Ah, gut, gut. Jetzt dem bloß nicht zu nahe kommen. Wir hatten in dieser Folge schon eine unangenehme Begegnung. Ich glaube, unser Glück ist also für diese Feindfahrt auf jeden Fall aufgebraucht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das kann man, glaube ich, so feststellen. Die Bordwand treffen. Schwierig. Wobei, ich weiß bis heute nicht, ob das irgendwie einen Unterschied macht im Spiel, ne? Ich glaube, es ist wahrscheinlich scheißegal. So, ist schon evakuiert. Dann dürfte das für den auch langsam gewesen sein. Jawohl. Ausgezeichnet. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Dann müssen wir hier nochmal zurück. So, und jetzt nochmal speichern und schön vorsichtig. Jeden Moment können Flieger auftauchen. Funktelegramm ist auch nochmal der gleiche Käse, nehme ich an. Genau, das ist auch nochmal hier die Sichtungsmeldung der Rauchsäule. Da schippert wahrscheinlich noch das andere Boot rum, ne? Flugzeug in Sicht, ich hab's doch. Ah, verdammt. Alarm tauchen. Verflucht. Wo waren sie? Irgendwo in der Richtung, oder? Moment. Da waren irgendwo die Kontinentstreifen. Aber gut, das ist jetzt natürlich also aus alliierter Sicht auch nicht das beste Timing. Muss man schon auch dazu sagen. Kein Problem, Boot ist weggetaucht. Das dürfte schon passen. Boot abfangen auf 50 Metern. Dann geht es einfach unter Wasser jetzt hier zurück zu den liegen gebliebenen. Schraubengeräusche 7 bis 16. Wo bewegen die sich jetzt eigentlich hin? Ah, fahren weiter ihren Generalkurs. Na gut, dann schauen wir mal. Was für ein Schlachtfeld, ha? Da, nicht schlecht, Herr Specht. Gehen wir hier nochmal schön nah dran. Und dann tauchen wir auf. Kann schon mal auf Seerohrtiefe gehen. Keine Flieger. Das ist schon mal gut. Schön nah dran. Gut, auftauchen. Alle Maschinen stopp. Dann bringen wir es mal hinter uns. Kompressor an. Suchen. Ah, wir haben noch Alarm, ne? Suchen. Na?
Wir sind aufgetaucht. Was macht ihr eigentlich? Ah, er lagert um. Ah, hier. So, jetzt. Sehr gut. Ja, lass mir genau so. Ei, ei, ei. 16.02 Uhr. Herr Kaloy? So, Decke schützt klar. Herr Kaloy? Feuer frei. Munition sollten wir noch genügend auf Reserve unten haben. Und ob die Flieger wegen einem Wrack, das beschossen wird, nochmal zurückkommen, weiß ich auch nicht. Wird eher auf Nein tippen. So, wie viel braucht er noch? Nichts mehr, das war's. Okay, da scheppert der andere Kollege noch rum. Gut, dann werden wir einmal hier rüberfahren. Große Fahrt. Und hier einmal durchtauschen. Jetzt ist das Radarwarngerät natürlich super wichtig. Keine Flieger, sehr gut. Sehr, sehr gut. Frag mich, was das andere Boot hier noch vorhat. So, kleine Fahrt und Feuer frei. Fangschuss per Bordkanone. Ich glaube, das hat sogar schon gereicht. Schauen wir mal. Kleine Kurskorrektur. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich denke, es hat genügt. So, bedeutet nun für uns, wie wir weiter verfahren. Wie es aussieht, haben wir wirklich den kompletten Konvoi hier auseinandergenommen. Was natürlich mehr als erstaunlich ist. Ich würde sogar dazu tendieren, jetzt einfach die Kilometer abspulen und das Material, was wir quasi noch an Bord haben, wieder mit nach Hause bringen. Und dann nochmal versuchen, ob wir aus La Rochelle nochmal irgendwie wegkommen. Weil das jetzt einfach für das letzte halbe Jahr... Knappe halbe Jahr. Fände ich schon ganz spannend. So, säuft auch wirklich ab? Ja, braucht ein bisschen. Aber ich denke, das wäre schon ein ganz guter Plan. Wenn es vom Timing her passt, kann die Mannschaft dann vielleicht auch nochmal ein letztes Mal Weihnachten in der Heimat verbringen. Da hat sicherlich auch niemand was dagegen. Und dann geht's voraussichtlich Ende 44, Anfang 45 wieder raus. So, einen verpassen wir dem jetzt noch. Herr Kaloy? So. Das war's, Männer. Okay, also ich werde es folgendermaßen machen. Ich marschiere mal zurück hier in das Gebiet. Dann werden wir auch gleich nochmal funken. Und dann machen wir einfach eine kurze Unterbrechung. Und ich spule mal Kilometer ab. Und wenn sich natürlich, wenn sich nochmal irgendwas Spannendes ergeben sollte, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und ansonsten wahrscheinlich erst wieder in La Rochelle. Möglicherweise. Wir werden es gleich rausfinden. Und siehe da, 3. Dezember 44, ohne rund zu horchen, die Brückenwache hat direkt ein feindliches Schiff erkennen können und er ist auch schon sehr nah dran, dürfte aber unbewaffnet sein, wenn ich das auf den ersten Blick richtig erkenne. Deswegen werden wir den jetzt einfach auch wieder mit der Bordkanone beschießen. Oh, Moment mal, ist der vielleicht nicht doch bewaffnet? Oh, ich bin mir gar nicht... Doch, der ist bewaffnet. Scheiße. Entschuldigt. Wirkte gar nicht so. Na gut, dann müssen wir nochmal ran. Auf Zero-Tiefe gehen. Glück gehabt, dass die Brückenwache so gute Augen hat. Okay. Gesichtet haben die uns noch nicht. Alles gut. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir gehen gleich auf große Fahrt.
Torpedos klar machen. Junge, Junge. Ist der doch glatt bewaffnet. Jawohl. Was sagen eigentlich die Aale? Zu Befehl. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe. Wartung, Instandhaltung können wir nochmal durchführen. Ja gut, so viel haben wir jetzt sowieso nicht mehr. Also, das ist überschaubar, was hier noch übrig ist. Aber ich denke, wir haben die meisten auch, die meisten zumindest gewinnbringend untergebracht. So, jetzt schauen wir mal. Gehen wir gleich mal in Schussposition. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Legen Sie den Kurs. Und lassen den einfach aufkommen. Beide Maschinen langsame Fahrt zurück. Und wir setzen den alten mal drauf an. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Na schön, dann nehmen wir hier doch noch ein bisschen was mit. Nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Chant. Chant? Wer ist Chant? Ist das vielleicht nochmal so ein LST? Das könnte natürlich sein. Moment mal. Einmal wollen wir das hier noch ein bisschen beschleunigen. Torpedo ausrichten. Kapitän. Torpedokurs berechnen. Wer oder was ist Chant? ...370 Bruttoregistertonnen. Das ist ja schon wieder ein Schiff, was wir noch nie zu sehen bekommen haben. Das ist... Ist das auch eine Art Landungsschiff? Das ist ja interessant. Chant. Mehr steht hier nicht dabei. Küstenschiff. Es ist auf jeden Fall ein Küstenschiff, aber er ist gut bewaffnet. Ich schätze mal, das soll auch eine Art Truppentransporter darstellen. Geringer Tiefgang. Fast schon ein bisschen brutal, mit dem Torpedo hier dran zu gehen. Naja, wobei, das wird kein... Nee, das ist tatsächlich... Weiß nicht, was das hier darstellen soll. Aber es ist auch ein Schiff, das ich zum allerersten Mal sehe. Okay, klar, Küstenschiff, aber mit der Bewaffnung. Und der ist ja ordentlich bewaffnet. Andererseits keine wirklich dicken Kanonen. Also vielleicht könnten wir es tatsächlich riskieren. Aber ich will jetzt kein Risiko mehr eingehen. Und auch, also wenn die unsere Brückenwache mit den Dingern hier unter Feuer nehmen, dann sieht es da auch finster aus, glaube ich. Es sieht aus wie irgendeine Art von Tanker, vielleicht für Getreide oder sowas. Schwer zu sagen. Aber so einen haben wir auch noch nie gesehen. Ein Bildchen von machen ist sehr interessant. Ha. Ist ja erstaunlich, dass wir jetzt so spät im Spiel innerhalb so kurzer Zeit nochmal zwei neue Schiffstypen kennenlernen sozusagen. Also das mit dem LST, klar, das macht Sinn, aber dass wir den vorher noch nie gesehen haben. Und ich meine, Küstenschiff. Küstenschiff, so weit draußen, als Einzelfahrer. Da könnte man vielleicht noch irgendwie auf einen Fischer tippen, ich weiß es nicht. Das sind über 300 Kilometer. Aber es ist ja eindeutig kein Fischerboot. Das ist ja wirklich hochinteressant. Na gut, wird versenkt. Transportschiff, okay, er wird jetzt schon als Transportschiff hier gelabelt. Also ist es vielleicht doch eine Art Truppentransporter, ich kann es echt nicht sagen. Chant. Rohr 1 bewässern. Tiefgang 2,57, gehen wir mal auf 1,5. Rohr 1 bewässert. Ich muss mich aus. Kommt mir fast schon brutal vor. Auf so den kleinen Pott mit einem Aal zu feuern. Na gut, Rohr 1 los. Schauen wir uns an. 370 Bruttoregistertonnen, so wenig hatten wir noch nie. 30 Sekunden. Ja, interessant. Aber ich bin ja ein großer Freund von mehr Schiffstypen. Also da sollen sie ruhig noch alles einbauen, was irgendwie realistisch gewesen wäre zu der Zeit. Gerne, gerne, gerne. Und gerade in küstennahen Gewässern finde ich schon auch cool, wenn da einfach ein bisschen mehr Betrieb wäre. Ja. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das sollte wohl genügt haben.
Eieieiei, kurz und schmerzlos. Fiese Nummer. Interessant. Na schön, gut, dann weiter im Programm. Ich lass mal auftauchen. Schwere Schäden am Rumpf. Sie gehen unter. Wechseln auf Dieselmotor. Ich lass mal auftauchen und den werden wir natürlich versorgen. Das ist. Rohr 1 geladen. Habe ich sonst wirklich ein zu schlechtes Gewissen. So. Können wir hier noch. Wir nehmen so viel an Bord wie geht. Ganze Besatzung können wir nicht einsacken, aber. Nehmen mit, was geht. Und sie kriegen Vorräte. So. Fleischkonserven, aber kein Dosenöffner. Nein, haben die bestimmt selber. Sonst kriegen sie einen von uns, kein Problem. Na schön, auch das funken wir durch. Gibt aber tatsächlich 1200. 150 von der Entdeckungsmeldung, aber 1050 für die Versenkung von dem kleinen Ding. Das ist ja erstaunlich. Na schön, gut. So viel dazu. Dann sehen wir uns gleich wieder, Männer. Na schön, Männer. Es gab noch ein paar Sichtungen, Kriegsschiffe vor allen Dingen. Da sind wir natürlich jetzt nicht mehr dran gegangen und nachdem wir die 2000 Kilometer abgespult hatten, ging es zurück nach La Rochelle und wir reichen La Rochelle am 10. Dezember 1944. So, also der Plan ist jetzt für die kommende Feindfahrt. Ich werde einfach mal schauen, wie ich es gesagt habe, irgendwie versuchen, dass wir uns nochmal versetzen lassen. Hier weg aus La Rochelle und eben irgendwie Richtung Norden. Entweder Bergen, wenn das irgendwie geht, oder vielleicht sogar zurück in die Heimat, weil das, glaube ich, wäre dann insgesamt eine relativ stimmige Geschichte hier, um dann die letzten Kriegsmonate anzugehen. 10. Dezember, da liegen wir noch ganz gut in der Zeit. Also wir können auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich nur noch diese 2 Wochen Urlaub der Mannschaft zugestehen. Also in La Rochelle kann man ja auch Urlaub machen, das ist der kürzeste. Kriegt man halt nicht so die Boni, die man sonst bekommt, wenn man sie jetzt irgendwie ins bayerische Bergdorf schickt oder so. Aber damit wir hier möglichst wenig Zeit verplempern. Und dann schauen wir mal, wie es hier mit der Ausrüstung aussieht. Und dann, ja, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Wir klicken das hier noch schnell durch. Schauen uns hier die ganzen Versenkungen an. War ja doch nochmal ganz ordentlich am Ende raus. Ja, das waren hier die dicken Pötte. Und dann nochmal hier diese miese Nummer mit. Medizinische Versorgungsgüter hatte der in den Frachträumen, der Kleine. Ah, interessant, okay. Na schön, gut, dann soll es das gewesen sein für den Moment. Lasst euch überraschen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, wo es vor allen Dingen weitergeht. Ob wir uns tatsächlich nochmal versetzen lassen können oder ob wir hier weiter La Rochelle, unsere Heimat, nennen werden. Ich bin selbst schon sehr gespannt in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.